Das Oberlandesgericht Stuttgart urteilte, Ansprüche durch Corona-Impfschäden können Betroffene nur gegen den Staat, aber nicht gegen Impfärzte richten, da diese im Auftrag des Staates eine hoheitliche Aufgabe ausgeübt haben. Die verklagte Heilbronner Impfärztin muss dem Urteil zufolge keinen Schadensersatz bezahlen. Die Klägerin kann eventuelle Ansprüche nur beim Staat einfordern. In der Vorinstanz war die Klage aus einem anderen Grund abgewiesen worden. Das Landgericht Heilbronn hatte in seinem Urteil keine mangelhafte Aufklärung über Impfrisiken gesehen.